Und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Wir machen heute zusammen Mathematik. Wir sind bei den rationalen Zahlen und diese wollen wir heute subtrahieren, also minusrechnen. Und wir fangen wie immer ganz einfach an. Wir rechnen nämlich jetzt einfach erstmal 7 minus 5. So, jetzt sagt ihr, das kann ja jeder. Das ist doch keine rationale Zahl. Aber natürlich ist das eine rationale Zahl. Ich will euch das aber zeigen. Passt auf, wir nehmen einen Zahlenstrahl, kennt ihr aus der Grundschule. So, hier setzen wir jetzt mal die 0 hin und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hier ist die 7. Und unsere Aufgabe lautet jetzt ja 7 minus 5. Und wir wissen, am Zahlenstrahl nach rechts ist Plus und nach links ist Minus. Also rechnen wir 1, 2, 3, 4, 5. Okay, und wo kommen wir an? 1, 2. Wir kommen bei der 2 an. Und 7 minus 5 ist 2. So, jetzt fragt ihr euch, wieso erklärt er das denn so schwierig? Naja, dieses Prinzip, was ich euch an dieser einfachen Aufgabe zeige, das funktioniert immer. Und jetzt machen wir es ein bisschen schwieriger. Dieses Mal drehen wir es um. Und dann seht ihr vielleicht auch, warum ich so eingestiegen bin. Dieses Mal rechnen wir 5 minus 7. Und für einige ist das ganz einfach und für andere beginnt da die ganze Schwierigkeit und genau die möchte ich ausräumen. So, wir fangen wieder bei der 5 an. 1, 2, 3, 4, 5. Und jetzt gehen wir wie gerade eben, weil wir ja Minus rechnen, 7 nach links. Also 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt sind wir bei der 0 und jetzt geht es weiter. 6, 7. Okay, hier ist minus 1 und hier ist minus 2. Und dann haben wir da auch unser Ergebnis. Das Ergebnis von 5 minus 7 ist minus 2. So rechnet man das und deswegen wollte ich euch jetzt nochmal den Zahlenstrahl zeigen. Und wenn ihr euch mal nicht sicher seid, dann denkt ihr euch den Zahlenstrahl. So, jetzt haben wir das klar. Jetzt machen wir ohne Zahlenstrahl weiter und jetzt wird es ein bisschen schwieriger. So, einfach erstmal ein paar Aufgaben zum Warmwerden. Minus 7, minus 3. Und auch da gibt es ganz häufig Probleme. Stellt euch das so vor. Ihr habt schon 7 Euro Schulden und jetzt kommen noch 3 Euro Schulden dazu. Oder auf dem Zahlenstrahl, ihr fangt an bei minus 7 und geht dann noch 3 nach links, also weiter ins Minus. Und dann ist das natürlich minus 10. Okay, haben wir das. Weiter. 7 plus minus 3. Was denn das? Plus und Minus. Merken wir uns erstmal, die dürfen nie nebeneinander stehen. Dann muss immer eine Klammer dazwischen. So, das können wir erstmal vereinfachen. Plus und Minus, das ist nämlich erstmal ein Minus. Also könnte da auch stehen 7 minus 3. Und das wiederum, das schaffen wir so. 7 minus 3 sind 4. Haben wir das auch. Okay, gut, machen wir weiter. Jetzt kommen die Dezimalbrüche oder Kommazahlen. 7,5 minus 5. Naja, das ist erstmal einfach. Wir haben 7 Ganze und einen Halben. Wir rechnen 5 ab, also 2,5. Fertig. Okay, weiter. Machen wir es ein bisschen schwieriger. Minus 7,5. Minus 5. Stellen wir uns wieder kurz den Zahlenstrahl vor. Wir starten bei minus 7,5 und dann kommen minus 5 dazu. Das heißt, wir gehen noch weiter nach links. Also sind das minus 12,5. Ihr seht, wir addieren die beiden Minuszahlen. Das Vorzeichen bleibt aber negativ. Weiter geht's. Minus 7,5 minus 3,5. Okay, wenn es hier Probleme gibt, dann rechnen wir erst die Zehner, also minus 7 plus minus 3 oder man kann sagen 7 Schulden plus 3 Schulden sind 10 Schulden. Dann haben wir noch 2 halbe, also minus 11 haben wir das auch. Okay, machen wir es noch ein bisschen schwieriger, jetzt kommen die Brüche. Dieses Mal minus 7,5. Minus ein Viertel. So, und da steigen ja mal ganz viele aus und sagen, Gott, ein Bruch,
Das will ich nicht. Nö, musst du ja auch nicht. Du kannst ja auch eine Nebenrechnung machen. Ein Viertel ist ja nichts anderes als 1 geteilt durch 4. Wie oft passt die 4 in die 1? Kein Mal. Also 10. Wie oft passt die 4 in die 10? Jetzt das Komma setzen, weil wir die 0 geholt haben. Zweimal. 2 mal 4 sind 8. 2 bleiben über. Die nächste 0. Wie oft passt die 4 in die 20? 5 mal und schon sind wir fertig. Und jetzt wissen wir, aha, ein Viertel sind 0,25. Dann können wir die Aufgabe jetzt auch neu hinschreiben. Minus 7,5 minus 0,25. Jetzt haben wir zwei Zahlen mit unterschiedlichen Kommastellen. Wenn ihr möchtet, rechnet ihr es im Kopf oder ihr macht es untereinander. Das würde so gehen, minus 7,5 und dann minus 0,25. Dann Strich drunter. Und jetzt, weil es zwei negative Zahlen sind, addieren wir das. Also nichts und 5 sind 5. 5 und 2 sind 7, also plus 7 und 0 sind auch 7. Komma unter Komma. Zweimal unterstreichen. Und jetzt ganz wichtig, hier das Minus setzen. Und das ist dann auch die Lösung. Minus 7,75. Okay. Hätten wir das auch klar, machen wir es noch ein bisschen schwieriger. So, jetzt schauen wir uns noch die gemischten Zahlen an. Wir rechnen 7 minus, was nehmen wir mal, 3 ein Zehntel. Okay, so, 3 ein Zehntel. Was ist denn ein Zehntel? Und da könnte ich jetzt wieder eine Nebenrechnung machen. Also wieder 1 geteilt durch 10 und da sehe ich schon, das passt nicht. Dann die 10, aha, das passt einmal. Okay, 0,1. Gut, das heißt, ich kann die Aufgabe umschreiben. Also 7 minus 3,1. So, das kann ich entweder im Kopf oder untereinander. Ich rechne zuerst die minus 3 ab, dann sind das noch 4 und von den 4 noch 0,1, dann sind das 3,9. Und dann habe ich das auch fertig. Okay, kann man die Probe machen? Klar, ihr könntet ja immer rückwärts rechnen. 3 plus 3 sind 6, 0,1 plus 0,9 sind 7. Dann hätte man das auch. Okay, so, jetzt habt ihr einen kleinen Überblick gesehen. Das waren natürlich alles einfache Zahlen, aber so funktioniert das Prinzip. Und wenn ihr das einmal verstanden habt, dann ist das gar nicht mehr so schwer. Ihr schafft das schon. Also, ich bin raus und ihr seid dran. Okay, das war's.